Moin moin und herzlich willkommen zu meinem ersten Video meiner kleinen neuen Serie WM 2014 in Brasilien. Heute in meinem ersten Video möchte ich gerne ein paar Worte über die Topstars der Weltmeisterschaft verlieren. Da hätten wir zum einen den Portugiesen Cristiano Ronaldo. Genau wie Messi ist Ronaldo ein Kandidat für den Titel Fußballgott. Zwar hat er bei der Wahl zum Weltfußballer bisher immer den Kürzeren gezogen, dennoch steht er Messi eigentlich in fast nichts nach. Eines kann er sogar besser, beim Tricksen und Treffen alles unglaublich lässig aussehen zu lassen. Ja, Cristiano Ronaldo für mich einer der Topstars der Weltmeisterschaft. Ich bin froh, dass er sich mit Portugal noch qualifizieren konnte. Ja, dann kommen wir auch schon zu Argentinien. Der Topstar Argentiniens ist Lionel Messi. Nicht wenige sind der Meinung, dass Messi der Fußballgott schlechthin ist. Kein Wunder, wenn man sich zum Beispiel seine Werte der vergangenen Saison anschaut. In der Liga traf er in 32 Spielen unglaubliche 46 Mal, dazu kamen noch 14 Vorlagen. Eine wahrhaft göttliche Leistung. Ja, Lionel Messi beim FC Barcelona unter Vertrag. Kommen wir auch schon zum nächsten Topstar, der absolute Topstar der brasilianischen Nationalmannschaft, Neymar. Neymar, das Hoffnungskind einer ganzen Nation. Spricht man von Brasilien, spricht man von Neymar. Das Megatalent zauert zusammen mit Messi bei Barca Spiel für Spiel. Nur gut, dass dieses Hammer-Duo unserer Elf bei der WM nicht gegenübersteht. Dann haben wir aus Frankreich den Franzosen, wie soll es auch anders sein, Franck Ribéry vom FC Bayern München. Was der Franzose derzeit auf dem Platz zeigt, lässt nur einen Schluss zu. So gut war er noch nie. Nicht umsonst ist der Edeltechniker Europas Fußballer des Jahres geworden. Schlitzohr, wie er ist, scheint auch der Titel des Weltfußballers dies Jahr möglich. Und bei der WM vielleicht auch der WM-Titel. So, dann habe ich mir noch von uns Deutschen aus der deutschen Nationalmannschaft den Thomas Müller als Topstar der WM rausgesucht. Ich hätte da auch viele, viele andere nehmen können, zum Beispiel Özil ist ja auch ein heißer Kandidat, aber Thomas Müller war vor 4 Jahren bei der WM 2010 in Südafrika Torschützenkönig und ich glaube Nachwuchsspieler des Turniers und deswegen Mr. Unbekümmert spielt seit Jahren auf einem absoluten Top-Niveau, auch wenn der in der öffentlichen Wahrnehmung unter all den Superstars etwas zu kurz kommt. Meine Meinung. Völlig zu Unrecht. So einen wie Müller, der Spiel für Spiel Top-Leistung abruft, gibt es nur ganz selten. Ja, das sind jetzt meine 4, 5 Topstars der Weltmeisterschaft in Brasilien. Und jetzt seid ihr gefragt, wer sind für euch oder wer ist für euch der Topstar aus Brasilien? Schreibt es mir in die Kommentare, sodass wir darüber reden können, würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, ich werde jetzt öfter WM-Videos bringen in diesem Format. Und ja, so viel dazu. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt daran, in die Kommentare schreiben, mir einen Daumen hoch zu geben und dann sehen wir uns bald wieder mit einem Thema über die WM 2014. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.